Ja, wenn man vom Technikmuseum spricht, dann denkt man wahrscheinlich an das Haus mit dem Rosinenbomber vorne dran. Dass da aber noch viel, viel mehr dazu gehört, das sagt uns jetzt Dirk Böndel, der Vorstand der Stiftung Technikmuseum. Das ist ein riesengroßes Gelände hier, Herr Böndel. Wir nennen das ja Museum für Entdecker und man kann wirklich unglaublich viel hier entdecken, wenn man unsere über 10 Hektar erkundet. Es ist einmal der Neubau, der sogenannte Neubau, wo der Rosinenbomber hängt, wo Luftfahrt und Schifffahrt drin sind. Dann die Lokomotivrundschuppen, die hier in unserem Rücken hier zu sehen sind, wo der Schienenverkehr untergebracht ist. Dann die Ladestraße, wo unser Spektrum drin ist, wo die neuen Ausstellungsbereiche entstehen. Und natürlich unser wunderschöner Museumspark, den ich allen Besucherinnen und Besuchern wärmstens empfehlen. Hier gibt es auch Windmühlen bei Ihnen im Park? Ja, wir haben zwei Windmühlen, eine Holländer-Windmühle, die gerade total überholt wird, und eine Bockwindmühle. Wir haben ein Wasserrad, eine Schmiede und man kann sich eben im Grünen hier von zu viel Technik ein bisschen erholen. Bei mir ist jetzt Claudia Schuster, die Leiterin der Abteilung Schifffahrt. Die befindet sich hier im Neubau und wir stehen auch direkt gleich vor dem größten Exponat hier. Ja, das ist der Kaffenkahn. Was heißt das eigentlich, Kaffenkahn? Was ist Kaffe? Na, also das ist ein ganz einfaches Schiff. Ein Kaffe leitet sich aus dem Begriff dieser vorderen Bugabschluss ab. Das ist also eine einfache Holzkiste quasi und das nennt sich Kaffe. Das geht hier einmal quer durch die ganze Halle. Wie groß ist das Schiff? Na, der Mast, also hoch ist es etwa 20 Meter und wir haben es rekonstruiert so auf etwa 36 Meter Länge und 4,60 Meter Breite. Aus welcher Zeit kommt das? Naja, also wir haben es geschätzt, er ist ja untergegangen, wir können ja da jetzt keine, also wir schätzen das Baujahr so auf 1840 bis 45. Wo wurde der gefunden, der Kahn? In der Havel bei Spandau, in der Nähe von der Insel Eilswerda, bei der Zitadelle Spandau. Ja, auf dem Kahn sind jetzt noch viele Ziegel geladen. Ja, es gab viele Ziegelkähne in der Zeit, wo wir vermuten, dass das Schiff gebaut wurde, um 1840 rum. Fing das gerade an, dass die Hochzeit der Ziegelkähne und der kleinen Schifffahrt, die eben aus dem Umland in die Stadt das ganze Baumaterial gebracht haben, weil aufgrund der Bauernbefreiung viele Bauern in die Stadt gezogen sind, Arbeit gesucht haben und natürlich Wohnraum und Lebensmittel und die Versorgung halt gewährleistet werden muss. Man sagt immer so schön, Berlin ist aus dem Kahn gebaut, was hier jetzt so wörtlich natürlich wirklich stimmt, wenn man sich die Dachschindeln oder auch die Ziegeln, die halt von anderen Kähnen kamen, anschaut. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass so Kanäle und Flüsse immer die Lebensadern einer Region sind und Schiffe immer das Material in die Gegend bringen, weil man ja nie alles vor Ort hat. Ja, Frau Schuster, Sie präsentieren hier eine der weltweit größten Ausstellungen zu Binnen- und Hochseeschifffahrt. Was kann man denn hier noch alles erfahren? Wir haben hier 29, 30 Themen. Also ein ganz zentrales Thema, finde ich, ist die Entdeckung der Welt, in Anführungsstrichen. Also es ist ja mal von Europa aus gesehen, die Spanier, Portugiesen auszogen, die Welt zu erfahren. Was ist hier zum Beispiel die Endeavour? Das ist die Endeavour, ja. Das ist das Schiff von James Cook, der um 1800 herum wissenschaftliche Fahrten unternommen hat. Also es war ein Grund, Venusdurchgang, also solche astronomischen Beobachtungen zu machen. Ein anderer war natürlich auch Land zu entdecken und Kolonien zu gründen letztendlich. Das war natürlich immer auch ein machtpolitischer Impetus. Und man kann sich hier Wissen auch interaktiv holen über diese Tafeln. Ja, genau. Wir haben, da ja viel, viel, viel zu erzählen ist und man mit Texten natürlich, also wer möchte, kann hier in diesen Medienstationen mehr in die Tiefe gehen und sich verschiedene Aspekte noch anschauen.
Hier gibt es noch eine besondere Mitmachstation, die sich mir noch nicht gleich erschließt. Worum geht's? Da geht es darum, dass man mit einer Segelanweisung in die Elbe einfahren kann. Und der Unterschied zu dem eben Astronavigation ist der, dass es hier um Erfahrungswissen geht. Also die Seefahrer haben ihr Wissen immer an die nächste Generation weitergegeben. Und mit dem Wissen konnte man fahren. Und das kann man hier ausprobieren. Der Steuerknüppel, der schwankt jetzt immer hin und her und wartet darauf, dass jemand von uns das Schiff steuert. Ja, so ist es, genau. Dann machen wir das jetzt mal. Erstmal erklärt, wie es funktioniert. Aha. Also so ein Kolderstock ist ja kein Lenkrad, also man muss ja erstmal damit umgehen können. Man muss aber wissen, wo Steuerbord und Backbord ist. Das muss man wissen, das kann man ausprobieren. Wenn man es falsch macht, wird er etwas lauter. So, wir sind jetzt in der Abteilung Luft- und Raumfahrt mit Heiko Triesch, dem Herrn der Lüfte sozusagen. Und hinter uns ist ein Riesenschrotthaufen. Ja, einer von vielen. Wir nennen das Wareneingang. Also alle unsere Flugzeuge, die man dann hier bewundern kann, die etwas besser aussehen, sahen alle mal so aus oder fast alle. Welche Teile sind das jetzt hier noch? Flügel? Ja, also es sind die Tragflächen, also die Flügel und dann hinten das letzte Stückchen, denn das Flugzeug ist im Krieg notgelandet und dann hat die Besatzung vorschriftsmäßig zwei Handgranaten reingelegt und da ist der Rumpf eben komplett zerstört worden. Und die Reste haben wir dann zusammengekratzt und hier fürs Museum besorgt. Ist aber was Besonderes, denn dieses Flugzeug ist mal in Berlin-Schönefeld gebaut worden. Da sieht man erstmal, was für ein enormer Arbeitsaufwand dahinter steckt, aus diesen Teilen wieder ein vorzeigbares Flugzeug zu machen. Ja, also wir haben auch Restaurierungszeiten. Unser längstes Projekt, das haben wir jetzt gerade definiert, wird 20 Jahre laufen. So, das ist jetzt ein abgeschlossenes Restaurierungsprojekt hinter uns. Ja, das ist sogar ein Nachbau, einer der ganz wenigen Nachbauten, die wir haben. Und da dieses Flugzeug nachgebaut ist, gibt es auch die Möglichkeit, sich da sogar reinzusetzen. So. Wie viele Leute passten da rein? Drei Leute. Also das war wirklich, das waren eben die Anfänge. Zivilfliegerei fing an mit einem Passagier und das war schon dann die nächste Größe. Da konnten dann schon drei drinnen sitzen und so hat sich's halt entwickelt. Heute kann man ja 300 oder 500 Leute in einem Flugzeug unterbringen. Da ist so einiges passiert in den letzten, ja, über 100 Jahren. Ja, die Hans Kirschstein ist offensichtlich das größte bzw. das breiteste Exponat, das Sie hier in der Halle haben. Ja, also das ist wirklich das größte Flugzeug. Die konnten wir auch nicht durch unsere normale Eingangstür hier reinbringen, sondern als das Gebäude noch im Bau war, musste das Flugzeug schon hier rein, bevor die Fensterfront geschlossen worden ist. Das war offensichtlich auch ein Passagierflugzeug. Aus welcher Zeit etwa? 30er Jahre, also da gab es dann auch schon, also ich sag mal, das war schon eine recht professionelle Fliegerei. Ganzmetallflugzeuge, man konnte schon fast das ganze Jahr fliegen und man konnte mittlerweile am Anfang nur mit solchen Flugzeugen, da konnte man dann schon 17 Passagiere mitnehmen. Das war schon fast ein großes Flugzeug oder ein Großverkehrsflugzeug. Unmittelbar daneben oder darüber muss man ja eigentlich viel mehr sagen, noch ein Flugzeug aus dem Ersten Weltkrieg? Ja, ursprünglich im Ersten Weltkrieg gebaut, ist eines der ganz wenigen Flugzeuge, die diese Zeit überlebt haben, also die auch heute noch existieren. Und damit fing die Passagierfliegerei mal an. Da konnte man einen Passagier mitnehmen, vorne saß der Pilot, es war ein umgebautes Militärflugzeug. Der Bordschütze, den brauchte man eben nach dem Krieg nicht mehr, da konnte dann der Passagier sitzen. Und das ist eben auch ein ganz besonderes Flugzeug für uns, das älteste erhaltene deutsche Verkehrsflugzeug.
So gemütlich ist es in einer Trabi-Garage. Ja. Ja, diese Trabi-Garage war mal ein Stück vom Flugzeug und wir haben dann wieder ein Stück Flugzeugkabine draus gemacht. Also Sitze gab es natürlich nicht mehr, die mussten wir ergänzen. Das war hier mal ein Kriegsflugzeug, der Krieg war zu Ende, das Flugzeug stand rum und jemand ging hin, Säge, und hat sich ein Stück rausgeschnitten, weil er eine Garage brauchte, hat das mit nach Hause genommen und dann irgendwann in den 90er Jahren ist dieses Haus verlassen aufgefunden worden und daneben standen eben irgendwie ein paar Blechstücke von dem Flugzeug. Und wir haben das dann, das hat dann jemand gefunden, nicht wir, und die haben es dann zu uns gebracht. Und wir haben dann überlegt, was macht man damit? Und dann haben wir uns überlegt, na, es wäre doch schön, wenn man dann wieder ein paar Sitze einbaut und mal zeigt, wie Fliegen in den 30er Jahren ausgesehen hat. Ja, das unumstrittene Wahrzeichen des Technikmuseums. Ja, das war eine Riesenaktion, den hier draußen aufzuhängen. Wir mussten den unten zusammenbauen und dann ist der mehrfach irgendwie mit Kränen umgesetzt worden und dann letzten Endes ist der hier vors Gebäude gehängt worden, als die ganze Inneneinrichtung auch noch gar nicht fertig war. Das war doch durchaus eine Herausforderung. Und es ist wahrscheinlich auch nach wie vor das beliebteste Fotomotiv hier für die Besucher. Ja, das hat sich, damit haben wir eigentlich gar nicht gerechnet, aber das hat sich wirklich zum Wahrzeichen des Museums auch entwickelt, das Flugzeug.